heute mache ich mit euch und mit meiner Schwester zusammen. Hallo. Hallo. Wir machen Food News. Es gibt einfach so Sachen, die ich vorher noch nie gegessen habe, die ich heute zum ersten Mal esse und ich bin richtig, richtig aufgeregt und es ist eine Kalorienbombe und eigentlich bin ich die Letzte, die das jetzt essen sollte. Aber ich bin gespannt. Es sind neue Produkte dabei und zwar fangen wir an mit der Schokopizza. Ich dachte, das wäre ein April-Scherz, aber die gibt es ja tatsächlich, ne? Die tue ich jetzt nämlich in den Ofen und die werde ich dann nachher jetzt ausprobieren. Also nach 10 Minuten werden wir mal gucken, wie diese Pizza schmeckt. Okay, Pizza ist im Ofen. Ich habe auf Instagram gefragt, was soll ich mir besorgen? Und ich schwör's dir, die ganzen Antworten waren Knoppersriegel. Das wollen wir doch jetzt mal ausprobieren. Und zwar sind jetzt in einer Packung 5 Stück drin. Kennst du die? Ja. Kannst du ruhig sagen. Okay. Ich kenne die. Und die sind meiner Meinung nach... Warte mal, ich kenne ja die normalen Knoppers und jetzt, okay. lecker. Traum. Gut, ne? Ganz anders, ne? Also schmeckt mir richtig gut. Also mein Fazit ist... Lecker, lecker, lecker. Fujas Fazit. Wir beide sind uns einig. Als nächstes... Die kenne ich noch nicht. Ja. After Eight Pudding? Are you kidding me? After Eight Pudding? Also Pudding mit Minze? Wurde das auch empfohlen? Nee, das habe ich selber gesehen. Selbst entdeckt. Richtig. Kannst gerade kaum auf meine After Eight Schokotafel schmecken. Ja? Ein für dich, ein für mich. Nee, wollen wir nicht ein? Na ja, gut. Okay, der Geruch? Minze. Okay, Action. Oh. Also ich weiß es nicht, ich glaube, ich würde es mir... Man merkt, am Anfang schmeckt es so wie Schoko und dann wird es so leicht minzig. Oh, jetzt am Ende wird es sogar ein bisschen scharfminzig, ne? Mhm. Klingt das so ein bisschen ab. Ich bin zwar After Eight Fan, aber der Pudding, ich würde es mir nicht, glaube ich, nochmal kaufen. Du? Ne. Mittel. Fazit. Nicht mein Fall. Naja. Also ich muss jetzt dazu sagen, dass ich einige Sachen nicht bekommen habe und dass ich mich darüber ein bisschen geärgert habe. Falls ihr euch ein Teil 2 wünscht, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare mit Hashtag Teil 2. Twix White? Kennst du? Nee. Ich auch nicht. Kein Teil. Aber hier sind 2 drin. Ah ja, okay. Oh, wieder so super sparsam, wir beide. 1, 2, 3. Hä, bin ich doof? Man schmeckt überhaupt gar nichts. Ich vergleiche das mit dem... Mit dem normalen Twix. Gar kein Twix-Geschmack. Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich würde mir weiterhin, ich persönlich... Den normalen Twix kaufen. Würde ich auch sagen. Lassen. Also man schmeckt irgendwie gar nichts. Das Gefühl schmeckt nach nichts. Ich schmecke nur den Keks irgendwie. Ja. Ne? Ja. Mein Fazit. Nicht mein Fall. Geht gar nicht. Ich würde auf jeden Fall den normalen Schoko-Twix wieder, also braun. Nee, das ist auch nicht meins. Ja, Snickers White. Oh mein Gott. Ich habe da hinten noch den dunklen. Ja, habe ich schon gesehen. Also der okay, da riechst du schon richtig die Erdnüsse durch. Absolut. Und so. Absolut. Okay, ich würde sagen, los geht's. 1, 2, 3. Schmeckt irgendwie? Warte mal, ich muss erstmal auch... Ganz ehrlich, der schmeckt mir wie der normale Snickers. Ich hätte jetzt die Augen verbunden. Ich hätte jetzt gesagt, das wäre der ganz normale Schokosnickers. Aber findest du nicht, dass der so ein bisschen zart ist? Ja, durch die weiße Schokolade. Wahrscheinlich. Oder kommt mir das jetzt vor? So einen leichten Tick. Minimal. Gut, aber ich bin von Anfang an sowieso kein Snickers-Fan gewesen. Ich schon. Also ich bin eher so der Mars-Typ. Also du könntest mir eine Tüte Mars vor die Dings geben. Ich würde alles essen. Nee, auch nicht. Also ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Also ich würde sagen, ich weiß nicht recht. Schmeckt mir super gut. Ich bin genau das Gegenteil. Ich hasse Mars, okay. Aber liebe Snickers. Ich habe das Video, ich wollte das Video nochmal extra mit Fulia abdrehen. Eigentlich wollte ich ja mit Seda. Sie heißt Seda. Wir wollten eigentlich zu dritt, aber Seda ist mal auf Hardcore-Diät, deswegen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit einem Pudding. Und als ich den gesehen habe, dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und? Wie bitte? Yes, und zwar ein Grand Dessert Lakritz. Das habe ich auch noch nie gesehen, Black Lakritz and White. Dessert. Also ich bin ein absoluter Lakritz-Liebhaber. Ich auch. Ihr könnt mir, wie gesagt, Lakritz, türkisch Pfeffer und was es da alles gibt. Alles, was mit Lakritz, Lakritz-Kringel, Lakritz, ich könnte alles essen. Ich auch. Ganze Palette. Mein Mann hat letztens, ich hatte dem mal türkisch Pfeffer mitgebracht und der so, was ist das? Warum? Ich weiß es nicht. Die kennen das, nicht. Die kennen das einfach nicht. Oh, Pizza ist fertig. Okay, jeder nimmt sich jetzt einen Löffel.
Oh, komisch. Nee. Ich weiß nicht, was ich davon halte. So scheiße ist es nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber auch nicht. Also ich weiß nicht, ich muss nochmal probieren. Guck mal, die Pizza hier drauf. So sehr ich Lakritz auch liebe. Nee. Das ist für mich das absolute Fehlprodukt. Absolut. Also es schmeckt mir überhaupt gar nicht. Dann nehme ich doch lieber einen Lakritzteil. Oder willst du das essen, Mama? Kannst du mir mal geben, ich probiere auch mal. Lasagne. Krustenhirsel. Wir haben auch noch After-Eat-Pudding für dich. Also mein Fazit, nicht mein Fall, geht gar nicht. Was mir aber richtig gut schmeckt, und da wollte ich nämlich die Dickmanns Mousse, hast du die schon mal gesehen? Nee. Dickmanns Mousse, die habe ich nämlich leider nicht gefunden, aber was ich euch auch empfehlen kann, sind diese Samba. Kennst du die? Ja, die kenne ich, die großen kenne ich. Ja, das sind die kleinen. Die. So, ich habe hier Katjes Joghurt-Schokogums mit ohne tierische Gelatine. Ich kenne ja die normalen Katjes, aber nicht mit Schoko. Okay. Sagen Sie mal, will ich auch nicht kaufen. Die normalen Schokogums schmecken besser. Definitiv. Brauche ich auch keinen anderen probieren. Juh. Das hat mir jetzt absolut gar nicht geschmeckt. Mir auch nicht, aber Fazit, nicht mein Fall. Geht gar nicht. So, ich habe hier noch einen kleinen Mini-Pudding. Ah, warte mal, wir haben ja noch die Pizza. Die Pizza. Nachher geht es euch so dermaßen schlecht. Nee, wir nehmen ja nur einen Löffel. Mama, kannst du uns bitte die Löffel geben? Nein. Genau, Wintertraum. Oh, nee, habt ihr Hamza probieren lassen? Ich glaube, ich spinne. Nur mal so mit dem. Ja, aber doch nicht Lakritze. Schmeckt das? Guck, er hat gar nicht schlecht reagiert. Guck. Na ja, gut, so viel Lakritze, wie ich in der Schwangerschaft gegessen habe, ey. Das darf man ja eigentlich auch nicht. Er guckt gar nicht traurig, als würde ihm das stimmen. Der kennt den Geschmack schon, der Arme. Okay. Okay, oben ist eine Creme? Achso, das muss man mischen, oder wie war das nochmal? Keine Ahnung. Bin einmal so. Ich bin definitiv schon eingetürkischt, weil ich weiß das alles nicht mehr. Hab's alles vergessen. Guck mal. Warte. Ach, guck mal. Ja, man muss es richtig mischen. Traum. Oh, mein Gott. Das mag ich. Ja, ich auch. Also, wenn ihr Mondfan seid, dann definitiv. Und Marzipan. Das schmeckt man nämlich richtig durch. Ein Wintertraum. Sehr lecker. Würde ich auch sagen. Der ist wirklich gut. Ciao. Da ist ja noch eins. Ja. Esse ich heute Abend. Okay. Der schmeckt. Unser Fazit. Lecker, lecker, lecker. Wir sind uns einig. Yes. Wir haben hier noch einmal Jogurette Sauerkirsch. Ich weiß nicht, ich bin absoluter Jogurette-Fan. Ich auch. Wenn mir Jogurette Joghurt schmeckt, oder was ist mit Jogurette das normale? Ja, Joghurt. Erdbeere. Ja, dann würde ich sagen, schmeckt mir bitte schon Sauerkirsch auch. Es riecht nicht nach Jogurette. Nee. Das ist nicht mein Fall. Ernsthaft? Also ja, hat mir gestern auch überhaupt nicht geschmeckt. Also, ist auch nicht mein Fall. Andere schmeckt viel besser mit Erdbeeren. Ich kaufe immer wieder dann noch normal. Also Jogurette, die wir kennen mit Erdbeer, das ist nicht mein Fall. Schmeckt auch, aber mir nicht. Also das ist Geschmackssache. Es schmeckt nicht schlecht, aber ich mag halt Erdbeergeschmack. Das schmeckt so wie künstlich. Finde ich auch. Muss ich nehmen. Also es ist Mittel. Ich würde wieder sagen, bei dir ist so, ne? Bei mir ist so. Geht gar nicht. Ich würde sagen, ich weiß nicht recht. Wir haben jetzt noch 3 Produkte. Einmal noch ein Riegel, dann Eis und dann die Pizza. Duplo zart bitter kenne ich jetzt auch noch nicht. Du? Ne, auch nicht. Und was ist alles neu? Ja, Leute. Es gibt so viele neue Moment, Sachen. Moment. Warum wird alles verändert? Nutella, habe ich schon jetzt gehört. Habe ich gehört, die Rezeptur wurde verändert. Ja, ist süßlicher und schmeckt nicht mehr. Hast du probiert? Nee, habe ich gehört. Ist süßlich, soll süßlicher schmecken und nicht mehr so nussig. So. Du vielleicht zart süßlicher. Noch süßlicher. Süßer, aber nicht mehr nussig. Ey, Nutella besteht ja nur aus Zucker mal eben. Und dann hier, guck mal, zartbitter, okay, ist eine andere Schokoglasur. Dann hier mit Kirsche, dann Snickers, alles weich. Ich weiß es nicht. Standardsachen sind verändert. Ich will bitte das Alte. Ja, die alten Sachen gibt's ja auch noch. Muss man mal am besten.
Aber ich muss ja sagen, ne, als ich vorhin einkaufen war, ey, Leute, ihr habt wirklich eine riesen Auswahl an Produkten. Super, schmeckt mir sehr gut. Ich mag Zartbitter sehr gerne, ne? Das schmeckt. Sowohl das normale und auch Zartbitter. Ich finde das Original besser, aber Zartbitter geht auch, würde ich sagen. Ja. Aber mein Fazit ist, ich weiß nicht recht. Nee, meins ist... Ich bin ein Riesen... Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das ausspricht. Hegen das? Hegen das, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe ja immer so Aussprechprobleme. Ich auch. Ich glaube, wir sollten mal ein Video machen. Und so habe ich das, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen, wie man Marken richtig ausspricht. Ja, das können wir gleich machen. Tanti! Die Schokopizza ist da. Die kenne ich schon. Ich sag mein Fazit nicht, oder soll ich schon sagen? Probier mal erstmal. Nein, nicht sagen. Ich sag nichts. Ja. Ich liebe sie. Das ist salzig und süß zugleich. Die ist so lecker. Also das ist meine Meinung. Ich wollte gerade sagen, eine Bohne ist salzig, ne? Mhm. Die ist so lecker. Richtig gut. Hast du schon was? Nein, noch nicht. So? Unsere Kunden aufgegessen. Sorry, aber lecker. Also mein Fazit. Mein Fazit ist eher so. Nee, nicht mein Fall. Obwohl ich totaler Schokofan bin, das schmeckt mir gerade gar nicht. Oder bin ich gerade übersättigt? Probier nochmal. Ich dachte, der Boden wäre auch so Schoko. Aber das ist ja normaler Pizzaboden. Nein, der Boden ist schon süß. Aber. Aber auch deftig. Es ist so ein bisschen salzig und süß, aber es schmeckt sehr gut, finde ich. Hamza! Andi, möchtest du Schokopizza essen? Ja, klar. Wegen das. Mit was? Das ist Aua. Salted Caramel Cheesecake. Ja, ist auch salz und süß. Sieht schon mal gut aus. Bevor ihr Hagen Dazs Eis verzehrt. Hey, du kannst mal warten hier. 10 Minuten stehen lassen, Leute, dann wird's... Traum. Traum. Richtig gut. Okay, es ist jetzt für mich ein bisschen schwierig. Beziehungsweise schwierig, ehrlich. Ich meine, ich habe ja meine eigene Eisdiele. Ich bin ja jetzt mittlerweile seit 1,5 Jahren mein eigenes Eis gewöhnt. Das schmeckt ja. Das ist anders, ne? Ich meine, ich esse ja seit 1,5 Jahren nur noch türkisches Eis. Ja, okay, das ist aber wieder ein bisschen komisch jetzt wieder. Ja, klar, aber trotzdem, das schmeckt sehr gut. Unser Fazit. Lecker, lecker, lecker. Sehr lecker. Ja, schmeckt gut. Vor allem dieses flüssige Karamell, was dann immer so Käsekuchenstückchen. Ja, das ist echt aber gut. Früher habe ich immer so eine Packung fast selber verdrückt, ne? 2 Löffel? Nee, stopp, 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 stopp. 2 Löffel? 2 Löffel haben 230 Kalorien. Willst du mich verarschen? Warte mal, dann nehme ich gleich nochmal einen dritten. Damit wir gleich nochmal 100 Kalorien mehr drauf haben. Du hast eine ganze Buddel alleine gegessen. Wie viel? Früher! 4000 Kalorien oder was? Keine Ahnung. Wir essen einfach zu viel. Wir essen unbewusst. zu viel Kalorien unbewusst nebenbei. Ich steck die Kalorien. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, unser Gimmick haben wir ja fast vergessen, was ich im letzten Video gesagt habe. Wie hieß das noch? Marsha und der Bär oder so, sagte das Teda. Teda. Da, Fuja. Ebru. Also ich esse jetzt zum ersten Mal. Das sind diese Maisstäbchen, habt ihr gesagt. Sind die jetzt ausgetrocknet, weil da eine Lücke war? Oder sind die so... Die schmecken. Mmh. Das ist was für Eidern. Oh ja, die schmecken wirklich sehr gut. Die habe ich aus dem Russenladen gekauft. Als ich die gesehen habe, habe ich mir so gewundert, wer soll denn so viele Chips essen? Lecker, lecker, lecker. Mmh. Wenn ihr ein zweites Teil haben wollt, dann schreibt mir auf jeden Fall, was ich mir holen soll. Was neu ist oder was ihr gerne möchtet, was wir probieren. Und ja... Ich kannte schon so viele Sachen, ehrlich gesagt, nicht. Und deswegen bin ich so schockiert, was alles neu ist. Ja, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.